Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer Remastered Edition, der Tiberium-Konflikt auf Seiten der GDI. Ganz genau, liebe Leute, und wir waren beim letzten Mal in Mission 7 angekommen und wir sollen hier ein Flugfeld kaputt machen, aber wir müssen, also wir sollten in der letzten Mission mit dem Kommando eigentlich ein Flugfeld kaputt machen. Aber das haben wir nicht geschafft beim letzten Mal. Beziehungsweise wir haben das falsche Gebäude kaputt gemacht und ja, dann müssen wir es jetzt halt machen. Wir haben jetzt hier unsere Basis aufgebaut beim letzten Mal und ja, müssen jetzt einfach alles platt machen. Das heißt Kampfpanzer ohne Ende. So, oh. Fuck. Ach so Scheiße. Okay, gut. Sammler, komm mal bitte rein. Ich habe kein Geld hier, um mir einen neuen Sammler zu leisten. So. Der Turm macht ihn nämlich platt. Seht ihr das? Hey. Lässt du... Oh Gott. Och Mann, Leute. Puh, okay, gut, alles klar. Dann... Muss ich jetzt echt aufpassen hier, ey. Flammenwerfer. Sehr gut. Oh, Gott sei Dank. So. Da kommt aber noch was. Noch ein paar Minuten, okay. Ich verstehe schon, Leute. Ich verstehe, wie hier der Wind weht, ja. Ja, ziemlich anstrengende Mission, muss ich sagen. Obwohl es eine Kampagne ist. Da kenne ich zwar aus dem Add-on noch viel Schlimmeres. Aber, ja, die Mission hier ist auch schon nicht ohne. Muss ich sagen. Also, die hat es in sich. Und vor allem, wir können ja keine Werkstatt bauen. Das heißt, die drei Panzer sind das Einzige, was ich hier... Beziehungsweise kann ich nicht reparieren. Und das ist halt doof, ne? Der Sammler ist schon fast im Arsch hier, ey. Schaut euch das an. Dann bringen wir wenigstens noch ein bisschen Kohle rein, ey. So. Gut. Dann reparier das Ding. Dann sind jetzt zumindest mal die ganzen Manneken weg, ne? Da kriegt er einen Spawner, das ist doch... Zwei kaputte Sammler, ey. Und der kriegt ja einfach einen Spawner da oben. Ist doch nicht wahr. So, meine Güte, ey. Da hat der eiskalten Spawner da oben. Tja, beide Sammler sind an ihrem Existenzminimum angekommen. Schau dich das an. Ja gut, aber solange die hier die Kohle reinbringen, ist doch alles in Ordnung. So. Aha. Der Turm schießt also auf das Haus. Ich verstehe schon, Leute. Ah, nein! Ach, jetzt habe ich ihn aufgerieben. Oh Mann. Fahr doch raus da. Ich bin eingesperrt. Ernsthaft? Ja, toll. Danke, Not. Scheiße. Jetzt hat er da... Schon wieder so zwei Drecksmänniken stehen. Mensch. Ich muss mit beiden Sammlern aufpassen. Schaut euch das an, ey. Oh Mann. Tja, wenn ich die verliere, ist weg, ne? Ach du Scheiße. Okay. Wenn ich die verliere... Oh Gott. Was machst du denn da? What? Einmal da drauf schießen. Jeep. So. Ach du Scheiße, mit den halb voll kaputten Sammlern hier, ey. Das ist doch echt... Heftig. So, Leute. Dann würde ich sagen, jetzt hat er da oben einen Turm stehen. Nee, ist doch nicht wahr. Aber gut, wir müssen einfach so viele Panzer wie möglich bauen hier. Ja. Dann haben wir hier jetzt halt auch, ja, die Kohle, ne? Und jetzt hat er da... Ja, ich sehe den Typen da. Mach dich schneller im Arsch. Los. Und bam. Und bam. So. Der versucht dann nämlich immer, Leute, wirklich immer, Raketen
Typen hinzustellen, um meine Sammler wahrscheinlich platt zu kriegen, ne? Das ist natürlich uncool von ihm. Aber wer will es ihm verübeln, ne? Da versucht das schon wieder da oben, ja? Da versucht das schon wieder. Der Sack. So, Leute. Mach den im Arsch. Ja, toll, aber nicht so. Na ja, gut. Da muss ich das anders machen. Jetzt habe ich 6 Kampfpanzer. Sehr schön. Meine Panzerarmee wächst, schaut euch das an. Geil. Kampfpanzer-Power. So, aber auf jeden Fall brauchen wir noch viel mehr. Viel, viel mehr. So. Gut, ihr seht. Der ist ganz schön flott. Ganz schön flott unterwegs hier. So. Alles klar, lieber. Ah, im Wohnzimmer geht wieder die Spanien-Party ab. Interessant. Wenn ihr eine Musik im Hintergrund hört, das ist meine Frau. Oh Mann. Na gut. Aber jo, dann würde ich mal sagen, lasse ich mal den das Ding hier stehen und wartet mal gerade. wartet. Nee, okay. So, bam. Bam. Ich sag meine Frau mal gerade, dass es ein bisschen laut ist. Wartet mal. So Leute, da bin ich wieder genau richtig. So, sorry, dass ihr ein bisschen warten musstet. Ja, aber das ist halt nötig. So, okay. Ich hoffe, ihr habt nicht zu lange gewartet jetzt. Wir haben immer noch beide Sammler, das ist gut. Aber der, warum fährt der nicht rein, ey? So, da kommen 3 wenigen. Ja, mein Gott. Mein Gott. Oh, bam. Weg mit denen. So. Na ja, schön, da ist der nächste Panzer. Da kommen wieder 2. Ja, da kommen wieder 2. Kann ich mir einen neuen Wüstenjäger holen, wahrscheinlich. Ja, toll. Danke. Penner, ey. Das ist so ein Penner mit seinen Männchen. Ja, lass die durchs Tiberium rennen. Und der eine, der stirbt. Der eine, der wird sterben. Genau. Und genau, jawohl, Leute. So, dann würde ich mal sagen, ja, ist immer noch ein bisschen laut im Wohnzimmer, aber meine Güte, das passt schon so. Gut, dann weiter Kampfpanzer bauen, los. Und ja, liebe Leute, dann würde ich sagen, wie geht's euch? Erzählt ruhig mal, wie es euch geht. Würde mich sehr interessieren, jetzt auch in dieser aktuellen Zeit. Mir geht es sehr gut eigentlich, außer die Arbeit, die ist ein bisschen anstrengend. Aber, ja, das kann man ja leider nicht ändern. Ne? Beziehungsweise könnte man schon, wenn man einen Job wechseln würde, aber das scheint mir dann doch ein bisschen zu anstrengend erstmal. Aber, ja. Wie gesagt, interessiert mich nur mal, wie es euch so geht. Und, ja. Dann hoffe ich euch, dass euch das auch nach wie vor hier gefällt, wie wir hier Command & Conquer Remaster zocken. Und ich sehe gerade die Kohle hier, die neigt sich langsam dem Ende entgegen. Das ist nicht gut. Da kommt er schon wieder. Das kann doch nicht sein. Aber gut, Leute, lasst die erstmal durchs Tiberium rennen. Ist erstmal nicht schlimm, da muss ich einfach mit den Sammlern ein bisschen koordinierter das angehen hier. Lass die durchs Tiberium rennen, das ist in Ordnung. Okay, dann wenn die dann da oben angekommen sind, genau, dann einfach platt machen. So. Sehr schön, liebe Leute. Ich muss nämlich höllisch auf meine Sammler aufpassen. Ihr seht das, ne? Die haben fast kein Leben mehr. Oh Mann. Aber ja, gut, liebe Leute. Dann sammeln die mal den Kram da oben ein. Da kommt er schon wieder. Da kommt er schon wieder. Gut.
Wartet mal, da kommt jetzt gerade der nächste Sammler, ne? Wie gesagt, lass die erstmal da durchs Tiberium rennen. So. Und bam, weg sind sie schon. Ha, sehr schön, Leute. So, dann. Wie gesagt, ich baue einfach Kampfpanzer, weil das ist einfach die durchschlagkräftigste Einheit im Moment von den GDIs. Und, ja. Das ist einfach die beste Möglichkeit, hier einfach mit der Dampfwalze reinzurollen. Und, ja. Wie gesagt, dann geht's einfach mal weiter. Ich trinke mal einen kleinen Schluck von meinem Mixery Cola. So, Sammler, du gehst mal bitte da vorne sammeln. Ach, jetzt. So, okay. Mach doch nicht so einen Mist-Jeep. Ja, Leute, ich weiß, dass ich keine Kohle mehr habe. Was soll denn das? Das braucht er mir nicht immer zu sagen. Ah gut, das ist halt eine Command & Conquer Krankheit. Was sollen wir da machen? Dann habe ich eigentlich schon eine relativ durchschlagskräftige Armee hier stehen. Da kommen schon wieder die nächsten. Das ist so mies. Das ist doch echt mies, ey. Dass der da immer zwei Raketentypen hinstellt. Nur um mich abzufacken, ne? Nur um mich zu nerven. So. Den auch nochmal, da haben wir die nächste Welle auch schon mal verteidigt, ist schon mal gut. Dann kriegen wir nämlich vielleicht noch zwei Kampfpanzer. Und dann ja, sollte das hinhauen. Ja, der eine? Ja, gut. Ich denke mal schon, dass der dann noch fertig wird, der nächste. So, gut. Aber sechs schaffe ich definitiv nicht mehr. So, Leute. Dann. So, dann würde ich mal sagen, Sammler, bleibst du bitte... Scheiße. Das habe ich mir fast gedacht, ey. Ein Schuss und der ist weg. Der Sammler. Ja, gut. So, dann... Nein, so, okay. Ja gut, aber ist ja nicht schlimm. Das ist ja nicht schlimm, Leute. Ich glaube... Diesen einen Turm brauche ich hier auch schon gar nicht mehr, ne? So. Sehr schön. Dann habe ich nämlich meine 15 Panzer. Und, ja. Hallo? So. Ey, so, mach die Raketentypen weg. Seht ihr das? Da ist meine Armee. So, zack. Zack hier. Und marschieren. So, weiter geht's. GDI Mission 7 speichern. Und dann wollen wir uns mal den Weg hier für das Tiberiumfeld freikämpfen. Schau ich das an. Das muss doch reichen. Wobei, der hat hier schon einiges rumstehen. Das ist schon ordentlich, aber... das sollten wir hinkriegen. Gibt es hier keine Geldkiste oder so? Wartet mal, ich habe irgendwie in Erinnerung, dass es hier eine Geldkiste gibt hier unten. Ja, gut, kommt. Wisst ihr was? Schieß mal auf die Flak und lass den mal rauskommen. So. Lass den Penner einfach mal rauskommen. So. Oder? Kommt er gar nicht angeschissen? Doch, oder? Der kommt auch immer angeschissen. Der Gegner kommt auch immer angeschissen, wenn wir dem was von ihm abballern. Ja. Nein? Okay. Dann halt nicht. Ja gut, dann baue ich weiter Kampfpanzer. Ich meine... Was man hat, hat man. So. Mach den Turm im Arsch. Und bam hier. So. Und macht auch diesen Schützen da weg. Genau, dann empfiehlt es sich aber nicht von hier oben. Oder doch? Doch, wartet mal. Von hier oben reinzugehen. Ja, ja. Schau euch das an, Leute. Ha. Könnt von hier oben rein und den dann von innen auffressen. Ja, das ist dann natürlich auch eine gute Idee. Speicher das Ding lieber nochmal. Dann können wir hier reinfahren einfach. So, zack. Einfach hier oben. Richtig. Nicht durch die Verteidigungstürme da. Und bam.
Da könnt ihr nicht drüber fahren, ne? Es ist anders wie in Alarmstufe Rot. Ach du Scheiße! Mannequin! Oh Gott! Okay, mach die weg. Los. Oh, sehr schön, Leute. Mannequin-Fabrik ist weg. Energie platt machen. So. Und der Turm schießt die Mauer ab. Das ist sehr gut. So, dann fressen wir den jetzt von innen auf hier. So, zack. Da ist noch ein Gummipanzer. So. Seht ihr das? Also die Kampfpanzer, die sind echt genial. So. Verkauft die scheiß Mannequin-Fabrik. Mann. Und den Bauhof. Verkauft den Bauhof, komm. Komm schon, Leute. Verkauft den Bauhof. Sehr gut. So, da hat er noch einen blöden Raketentypen da. Ja, jetzt habe ich keinen Sammler mehr. Scheiße, ey. Da hat er jetzt tatsächlich meinen Sammler noch gekriegt. Mit seinem dummen Mannequin da. Aber gut, ist ja nicht schlimm. Leute, wir haben es ja auch so geschafft. Wir haben ja einfach nur die Dampfwalze hier aktiviert, ne, bei uns. Und ja, dann machen wir jetzt noch die Verteidigungstürme hier platt. So, bam. Und rums. Und den Sammler am besten. Mach den platt, Gold. Und zack. So. Ja, schießt mal erstmal das ab, was euch abballert. Besser. So. Alles klar, wir haben Fortschritt, Leute. Sehr schön. Genau, schön auf die Mauer ballern. Sehr gut. Okay, Leute. Alles klar, dann hier rums. Ja, danke. Aber gut. Dann müssen wir jetzt noch hier hin. Dann haben wir da oben noch die beiden. So. Ihr fahrt doch hier runter. Ihr seid hier so. Seid ihr denn bescheuert? Na, bam. Ja, habt ihr verkauft sogar. Na gut, na dann. Dann hat er das sogar verkauft hier. Alles klar. So, wir haben wieder einen Luftangriff hier. Sehr schön. Dann. Wo bleibt der Bomber? Ja, zu spät. Kollege, zu spät. Na ja, gut, den hätte ich eigentlich hier oben auf die setzen können, ne? Auf die Säcke. Aber gut, Leute. Dann würde ich sagen, haben wir die Mission. Mission 7 schon die Hälfte fertig, ey. Meine Güte. Die halbe Kampagne ist schon durch. Und zack. Das war's. Sehr schön, Leute. Genau diese Typen, die haben mich so genervt in dieser Mission, dass der da immer zwei abgestellt hat oben links, ne, um mir schön die Sammler wegzunehmen. Ey, Mann, Mann, Mann. Ja, aber wir haben es geschafft am Ende. Wir haben nochmal eine Bonusgalerie freigeschaltet. Zerstören Sie das Flugfeld. Okay. Dann gucken wir nochmal in die nächste Mission. Kurz rein. Tschechien gehört uns. Sehr schön. Jetzt können wir uns aussuchen, tatsächlich. Österreich oder Ungarn? Nee. Slowakei? Weiß ich gerade nicht, was das für ein Land ist, aber gut, sehen wir ja gleich, ne? Gut, Leute, Bonusgalerie hier, zack. Gab es Verwirrung, Kommandant? Ja, was willst du denn? Da kam nicht alles bei mir an in der vorletzten Mission. Meine Fresse. Gut, Leute. Lassen wir das. UNO-Sanktionen und Dr. Möbius. Das sind jetzt zwei verschiedene Missionen. In Österreich. Und hier, das steht da gar nicht dran. Na gut. Dr. Möbius richtet ein Krankenhaus ein, in der einheimische behandelt. Ja, schützen Sie Möbius und die Zivilisten. Ach, das hört sich mir wieder nach Sneaky-Missionen an. Gut. Aufgrund von UN-Sanktionen wurden die Wörter gekürzt. Unsere Einheiten, Feind ausgeliefert. Reparieren Sie die Einheit mit der Werkstatt, damit Sie weiterkämpfen und die Notbasis zerstören können. Ja, das hört sich doch besser an. Das hört sich doch echt besser an als diese Sneaky-Sache da. Oha. Aber erstmal wieder Fernsehen gucken. Okay.
und Luftkämpfe zwischen Nord- und GDI-Droiden eskalierten heute, als Nord eine neue Bodenoffensive gegen die afrikanischen GDI-Truppen startete. Wohl als Reaktion auf die jüngsten Etatkürzungen bei der GDI. GDI-Sprecher dementierten erneut Gerüchte über Waffentests, an denen auch Laserkanonen im geostationären Orbit beteiligt gewesen sein sollen, die ganze Armeen in Sekunden ausrotten könnten. Exklusivfotos, die heute aus dem Weltzentrum für Tiberiumforschung herausgeschmuggelt wurden, belegen ernsthafte ökologische Schäden in tiberiumreichen Gebieten. Ob diese ungewöhnlichen Auswirkungen auf pflanzliches Leben in irgendeinem Zusammenhang stehen mit den jüngsten Berichten über Tiberiumvergiftung bei Menschen, das bleibt abzuwarten. Und die Zahl der Toten bis jetzt, die kennt hier noch niemand. Dies ist Greg Burdett vor den Ruinen, die GDI-Terroristen übrig gelassen haben vom Santa Bianca Waisenhaus. Nun schauen Sie nicht so überrascht, Commander. Und suchen Sie nicht nach Ihrer Eva, die kann Ihnen jetzt nicht helfen. Nun, worüber wollen wir plaudern? Ihre oh so starken GDI-Truppen sind praktisch entmannt und Sie selbst stehen da als Kindermörder. Natürlich stimmt das nicht. Aber die Welt glaubt nur, was die Medien ihr zu glauben anbieten. Und ich bestimme, was die Medien glauben, ganz einfach. Ihr kleines Schusstier wird wach. Aber da ich jetzt weiß, wo Sie wohnen, Commander, ist es nur noch eine Frage der Zeit. Wäre ich an Ihrer Stelle, würde ich meine letzten Stunden auf Erden damit verbringen, mich zu vergnügen. Natürlich. Sie können stattdessen auch für eine verlorene Sache kämpfen. Aber Sie wissen, es ist vorbei. Feldeinweisung unter Gefechtsbedingungen. GDI-Material in Sektor 18 muss dringend repariert werden. Dieser Auftrag ist von größter taktischer Bedeutung. Starke Notkräfte bedrohen immer noch Salzburg. GDI muss Hauptquartier errichten, um schnellen Einsatz von Entsatzkräften sicherzustellen. Ihr Auftrag: Reparieren Sie so viele Waffensysteme, gepanzerte Fahrzeuge und Gebäude wie möglich. Uiuiuiuiuiuiuiuiui, okay. da würde ich sagen, machen wir direkt mal hier die Reparatur. Ja, ich weiß, was für eine Mission das ist. So. Ja, Leute, wie gesagt, der Kane hat sich eben zu Wort gemeldet. Wie krass. Und, ja. Die Lache von dem am Ende, das kenne ich doch noch. Vom Alarmstufe Rot. Die Lache am Ende. Wo er gesagt hat beim Stalin, ich bin die Zukunft. Ja, das ist mir schon klar. Dass die da diese Lache nochmal auspacken, ey. Aber gut, Leute. Ich muss hier Panzer reparieren, ganz dringend. Weil ihr seht, wir können keine Panzer bauen. Das ist ja ein Scheiß. Und ja, diese Weltnachrichten da wieder, die waren ja auch mal wieder interessant, ne? GDI-Terroristen. Also bitte, Leute. Das ist doch nicht wahr. GDI-Terroristen. Seid ihr da im Wahnsinn? Und wir haben unsere Raketenwerfer. Geil, Leute. Stahlhagel hier. Oh, no mercy. Mercy is for the weak. Hey,
Was macht ihr da? So. Genau, Leute. Und ja, dann würde ich mal sagen, nehme ich mir aber gleich mal einen Jeep, wenn der denn repariert ist. Ja, genau. So, dann nehmen wir diesen Jeep. Ja, die 25 Minuten sind zwar voll, aber die Cutscene war länger, als ich dachte. Und daher... Ach du Scheiße. Was ist das denn hier? Oh Mann. Da ist eine... Boah, da ist eine Artillerie, Leute. Was macht die denn da? Ach du Scheiße, ja toll. Ja, super. Scheiße, Mann. Die Artillerie ist zwar verheerend gegen Mannequin, aber die geht kaputt. Sehr schön. Ja... Da habe ich schon eben so ziemlich Glück gehabt, weil ich habe meinen im Kopf zu haben, dass die Artillerie diese Raffinerie angreifen wollte. Verdammt interessant. Wie gesagt, die Cutscene war ein bisschen länger als erwartet. Deshalb werde ich jetzt hier ein bisschen länger die Mission machen. So, was haben wir hier noch für Mannequin? Mercies for the weak. Ja, genau. Mercy. So, Leute. Dann würde ich sagen, baue ich einfach hier 10 Grenadiere, 10 Raxiros. Genau, Leute, die heißen hier auch tatsächlich jetzt Raxiros. Och nö. Keine Flammenwerfer, Leute. Nee, nee. Ja, scheiße. Scheiße. Scheiße, Mann. Ja, toll, der Sammler ist weg. Muss ich jetzt die Mission tatsächlich neu starten? Ich weiß es ja nicht, ne? Brauche ich unbedingt den Sammler jetzt noch für die Kohle hier? Ich weiß es halt nicht, ne? Kann ich ja eigentlich auch die Silos hier verticken. Ah, Act of Instinct. Geil, Leute. Ah, da ist sein Sammler. Weg damit. Die Raketenwerfer, ja voll, Leute. Die deine Lieblingsraketenwerfer. Ich schütze den. Ach, Penner. Gut, auf jeden Fall müssen wir hier jetzt die ganzen Not-Einheiten platt machen. Ach du Scheiße. Okay. Gut. Gut. Dann fahr den platt. So. Sehr schön, Leute. Ihr macht das schon. So. Ach du Scheiße. Nein, 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 nein. Gut, da ist ein Sammler. Weg damit. Weg mit dem. Weiter drauf, Ballander. Los, Raketenwerfer. Und bam. Sehr schön. Bam hier. Oh, jetzt kommt er angeschissen. Jetzt kommt er angeschissen, Leute. Jetzt kommt er angeschissen. So. Einfach mal drauf los hier. Ich weiß es nicht. Also, ich gehe einfach drauf los. Ich habe zwar bald keine Panzer mehr. Oh Mann. Aber... Ja, ja, ich habe bald echt keine Panzer mehr, ne? Das ist so dumm. Aber gut. Ist eigentlich dumm, was ich hier mache. Ist eigentlich echt dumm, dass ich jetzt mit allen meinen Panzern hier hingehe. Ich frage mich aber auch, wo kriegt er die ganzen Einheiten her? So, Leute. Nee, das schaffe ich nicht. Oh Mann. Jetzt habe ich nur noch Mannequin. Nur noch Mannequin. Das ist ja natürlich doof. Wenn er sich jetzt einen neuen Sammler braucht, dann werde ich die Mission neu starten müssen. Oh Mann. Interessant, Leute. Echt interessant. Wie die Grenadiere. Los. Mach diesen Jeep da platt. Oh. Und den Jeep da. Boah, der fährt da eiskalt drüber. Das ist doch nicht wahr. So. Oh, diese Jeeps. Ihr nervt, ey. So. So, bam hier. Los. So. Und putz. So, weiter geht's hier. Okay. Das ist jetzt natürlich eine interessante Mission, ey, Mann. Ich habe auch jetzt nichts mehr, ne, was ich hier irgendwie
Die brauche ich auch nicht mehr. Ich, wie gesagt, das ist jetzt einfach nur ein Versuch. Ob ich das hier schaffe, so schnell. Ich bezweifle das zwar. Aber dann weiß ich ja zumindest, was ich in der nächsten Folge mache. Das ist jetzt einfach nur ein Versuch. Also ihr könnt schon abschalten, wenn ihr wollt. Wie gesagt. Einfach nur ein Versuch. Und... Rams, so. Einfach nur alles platt machen müssen wir, ne? So, hier oben ist nämlich die Basis, genau. Da hat der Sack noch einen Sammler. Der Sack hat noch einen Sammler, ja, gut. Gut, Leute, ich werde tatsächlich in der nächsten Folge die Mission neu starten müssen. Okay. Gut, liebe Leute, dann würde ich aber trotzdem sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen und ja, wie es hier weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Tschüss.